Du Erhard, ich habe gerade das Zauberrad in der Werkstatt montiert und will eine Probefahrt machen. Habe ja ein wenig Problem. Du? Warum? Ja. Ich komme schlecht. Ach drauf. Du lieber Gott, das ist ja ein hoher Rahmen, zeig mal. Rahmenhöhe 60 cm. Ja, da kommst du kurz bei einer natürlich nicht drauf. Nee, und du bist ja, ich bin 1,80 und wie groß bist du? Oh, warte mal, als ich damals bei der Musterung war, habe ich sie 1,89, aber das klappt, das habe ich nicht mehr. Ja. Aber ist ja wurscht, eigentlich kommen sie auf die Beinlänge, aber das war schon. Ne? Ja. Probieren mal drauf zu gehen. Auf, probieren wir. Pass mal auf, den Sattel habe ich schon ziemlich tief. Guck mal. Also, das wird schon. Ach du also, ich komme fast nee, das für so Probefahrt. Das wird nichts. Lass mich mal ausprobieren. Also, ran. Upsa. Yes, das Neueste ist ein hohes Rad. Also, ich komme jetzt gerade mit der Zehenspitze runter. Pass auf, jetzt machen wir die Gehprobe. Ich gehe mit der Ferse drauf. Bein ist ganz durchgedrückt. Also das wäre jetzt die ideale Sitzhöhe, aber der Sattel ist ganz ohne. Unglaublich. Du, jetzt pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt messen wir mal unsere Schrittlänge. Ja, weil das ist ja interessant. Das Rad ist nämlich ideal für Leute, die groß sind und lange B haben. Ne? Genau. So, jetzt, ich habe also auch noch nie gemessen, muss ich das sagen. Ne? Deine Schrittlänge hast du noch nie gemessen? Das habe ich noch nie gemessen, muss ich sagen. Also ich mache das jetzt da mal. Ne? Du, Moment mal, wenn wir jetzt die Schrittlänge messen, macht man das eigentlich mit Schuh oder ohne Schuh? Fährst du ohne Schuh Fahrrad? Ganz selten. Siehst du? Also Moment, hast du mich das jetzt gefragt? Ich hab's doch gewusst, Herr Schaffner, mal. Also gut, tu sie mal ein wenig aufziehen, aber schmerzfrei. Ja, also ich probiere so. Ja. Na, immerhin, er hat 87 cm. 87? 87. Du brauchst wahrscheinlich Rahmenhöhe 55 oder so, ne? Das probiere ich's. Du musst das ablesen, ich konnte es nicht. Also ich ziehe es nuff, ne? Also pass mal auf und wenn ich da so drauf gucke, ey, du kommst über 90, bald 94. Du, ich habe lange Füße, ja. Wahnsinn. Aber also, warte mal, das heißt doch nicht Füße, das heißt ja Beine, gell? Lange Beine. Lange B. Hm. Aber jetzt sag mal, für wen ist denn dann eigentlich das Rad geeignet? Gut, also ich könnte mit vorn, 94 cm. Ja, ich habe mich ja gut wohlgefühlt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da locker einer mit 2 Meter drauf kann noch, ne? Du, sag mal, ich habe daneben Hause gerade und gesehen, da läuft da vorbei ein riesen, ein langer Kerl. Warte mal, du, ich fange den mal gerade ein und den tun wir mal da drüber stellen. Mal gucken, ob der zurechtkommt. Halli, hallo, da ist er. Guten Morgen. Ja, das... Kommen Sie mal mit. Bernd, guck mal, den habe ich gerade eingefangen. Da ist ein Haus rumgelaufen. Der hat lange B. Ja. Hast du schon mal so ein Exemplar gesehen? Es gibt halt verschiedene Menschen, oder? Guck mal, der ist ja noch mal bald 10 cm größer wie du. Das gibt es selten, dass ich bei einem hochgucken muss. Aber heute ist es halt so, oder? Pass es mal auf. Das machen wir jetzt mit dem einmal. Ja, wir verkaufen E-Bikes. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie uns wollen, das interessiert mich jetzt auch gerade gar nicht, sondern was mich interessiert, ist, für wen dieses große Rad geeignet ist. Und Sie sind wie Körpergröße? 1,96. Aha. Und jetzt gucken wir mal nach Ihrer Schrittlänge, weil das ist verdächtig lang. Däte Sie mal noch vorsichtig drüber gehen und lass es nicht schnalzen, das könnte nämlich sonst sein, dass es furchtbar wehtut. Ziehe es mal noch ein wenig hoch. Ja, und so noch ein bisschen so. Ja. Jetzt lass mal gut. Du, das ist am Anschlag. Lass es mal sein, es bleibt da oben. Das ist am Anschlag und guck mal, ey, das sind 99 cm. Ja, der hat also fast einen Meter der Beinlänge. So habe ich auch nicht erlebt. Ja. Gibt es noch mehr von Ihrer Sorte? Ja, in unserer Gegend. Wir sind ja hier im Urlaub. Deswegen sind wir jetzt zufällig hier reingekommen. Hä? Jetzt entlaste ich erst einmal den Mann wieder. Ja, lass mal wieder runter. Wobei, manchmal kitzelt es auch schön, gell? Ja. Also, täte Sie sich einmal gerade da drauf setzen auf das Rad. Wir gucken uns das einmal an, wie das so ist. Moment mal. Zu tief. Ach du lieber Gott im Himmel. Also, obwohl das jetzt ein 60er Rahmen ist, ne, ist das Rad, also ich sehe es zum einen, nach vorne ist es ein wenig zu kurz. Ja. Und insgesamt, wir machen mal Folgendes. Ich mache mal den Sattel höher. Denn wir haben den Sattel ja jetzt in der untersten Position, weil ich eine Probefahrt machen wollte. Und ich bin ja schon nicht drauf gekommen. So, jetzt gehe ich einmal da hoch.
Okay, gehen wir nochmal ein bisschen da so her. Und jetzt, wenn Sie nochmal so draufsteigen täten. Aha, es wird schon besser, ne? So, jetzt machen wir die Gehprobe wieder. Sie gehen gerade mit der Ferse aus unterem Pedal. Und der Sattel gehört nach höher. Gut, nochmal ein bisschen nach vorne. Einfach nach vorne rutschen. Das reicht ja. Merken Sie übrigens, wie schön das ist, wenn man hier keine Stange zwischen den Füßen hat? Ja. Also manchmal, also ich wollte nichts sagen. Ja, gut. Also jetzt tun wir mal noch ein bisschen höher gehen. Übrigens, man kann diesen Sattel ja so weit raus. Aber das wäre dann zu hoch. Ich gehe jetzt mal so hoch. Okay. So, ja, das sieht jetzt gut aus. Mit der Ferse, wenn Sie nochmal aufs Ding gehen. Also sagen wir mal so, ich gehe es nochmal 1 cm raus. Das wäre die ideale Höhe, die ideale zum Drehen. Und ich vermute, Sie haben noch nie so ein Rad besessen, das so groß war. Weil das ist eine Ausnahmeerscheinung. Nee, ich meine vom Besteigen des Fahrrads, wenn der Sattel so hoch ist, ist ja auch ungewöhnlich. Ja, für Sie ja, für andere ja. Nicht. Ja. So, das wäre jetzt die Fahrposition, die Sie bräuchten. Was mir jetzt nicht ganz gefällt, ist, das ist noch zu eng da vorne. Also idealerweise. Ich täte, wir haben da so verschiedene Lenker zur Verfügung. Sage ich Sie mal, wo der Lenker hingehört. So gehört er her. Ne? Das kann man erreichen, also erstmal über den Lenker und dann durch einen Speedlifter, den man verstellen kann. Jetzt wissen Sie, was ein Speedlifter ist? Ah, nicht, ne? Nee. Bleiben Sie, ich hole mal ein Rädler her mit dem Speedlifter. So, Entschuldigung. So. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was so ein Speedlifter ist. Und zwar könnte man den auch hier einbauen lassen, schon bereits ab Werk. Und man tut lediglich den Hebel umlegen und dann kann ich da, sehen Sie, noch einmal so und so viel Zentimeter raus. Sie können also beliebig das einstellen und wenn Sie, haben Sie zufällig ein Wohnmobil? Ja. Wenn Sie da eine Garage haben und die haben meistens so einen Durchlass von 1,10 Meter, 1,15 Meter, 1,20 Meter sogar, dann kann man, Moment, ich habe immer einen Zollstock einstecken, messen wir mal daneben runter. Also wir haben jetzt da neben 1,20 Meter, das heißt, wir sind da neben auf einer Höhe von 1,60 Meter, 1,70 Meter. Ich komme mit dem Speedlifter sogar noch ein Stück weiter runter, könnte man also bequem reinfahren. Das wäre wichtig. So. Und dann, wenn Sie fahren, dann können Sie es schnell rausmachen. Weil Sie brauchen einfach von Ihrer Körperdimension, brauchen Sie den Lenker höher. Und was auch schön ist beim Speedlifter, wenn man es in die Garage rein tut, von dem Wohnmobil, dann könnte man den Lenker auch querstellen und dann geht es einfach rein. Die Lenkhöhe geht dann rein trotzdem? Ja, halt versetzt. Oder man öffnet den daneben, es gibt zum Teil welche, wo man hier aufmachen kann, dann kann ich es nochmal runterschwenken, hoch und runter. So, also, tschack. Und dann... Den einstellen tut man immer aufs Fahrrad, das Vorderrad gerade. Das kann man gar nicht anders, das ist arretiert. Ja. Also das hat kaum Spiel daneben hin, das möchte man einfach zu. Es ist aber daneben eine Markierung, ne? Wo man dann sieht, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Höhe entsprechend, die merkt man sich dann und dann hat man da immer die ideale Position. Also, ich würde sagen, Sie haben im Grunde genommen uns jetzt gezeigt, dass auch dieses Rädle für große Leute geeignet ist. Ein bisschen Umbaute, was heißt Umbaute, in dem Sinn sind es nicht, weil wir können das ja, das ist modulare Baukastenfertigung. Wir bestellen dann diese Räder so, weil wenn so ein Speedlifter reinkommt, kennen Sie das Problem, wenn man den im Nachhinein hinbauen will. Die Züge, alles was daneben weggeht vom Lenker, wird ja, damit es nicht so groß wird, im Werk gelenkt, abgelenkt. Fertigt für das. Ja. Und dann fürs Lenken. Brauchen Sie mehr Spielraum. So, und wenn man jetzt hergeht mit dem Speedlifter und geht hoch, dann reichen die Zuglänge nicht. Du musst das im Grunde genommen ab Werk machen, sonst ist das eine Heidenarbeit. Das geht um Gott. Neue Einziehung und alles, klar. Ja. Gut, also Dankeschön, dass ich da das mal ausprobiert habe. Jetzt. Das war, sehen Sie, der bleibt dann die Hose hängen, wenn es so hoch ist.
Ja. Müssen wir dann runter oder was ist da die Ursache? Nee, weil normalerweise beim Fahren ist es ja so, dass man beim Fahren dann mit einem Fuß dann auf den Boden geht. Ja. Oder Sie können nach vorne absteigen. Das ist ja das Schöne. Genau. Ach, übrigens, was haben Sie für ein Gewicht? 120 Kilo. 120? Na, das geht eigentlich noch bei der Größe, oder? Also, das Rad hält es aus, ne? Ja. Das hat 160 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Das Rad hat etwa 25 Kilo, da hätte man noch ein bisschen Möglichkeit, was zu laden. Mhm. Ja. Schön, also, schön, dass ich mitgemacht habe. Vielen Dank. Ne, jetzt gute Zeit. Gucken Sie sich noch in Laude um eine schöne Kirche. Ja. Gut. Genau. So, tschüss. Ah, das, Mensch, Bernd, das war doch jetzt ein Zufall, hä? Da hast du recht. Ich meine, es laufe ja nicht so viel rum in der Art, aber da gibt es schon in Deutschland. Ne? Wir sind ja ein großes Volk, wir sind ja Germanen, gell? Eigentlich sind wir ja Kelten, weil wir kommen ja da aus Franken. Aber das ist ja jetzt wurscht. Also jetzt käme ich ja gar nicht mehr auf, ne? Ich auch nicht. Also von der Seite her kannst du sehen, was für ein Lackel das ist. Das ist kein Lackel, das ist ein großer Mann. So, jetzt kannst du kannst den doch nicht beleidigen, das geht doch nicht. Aber was jetzt wichtig ist, mir sind noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Ja, du, ich wollte mir das auch mal angucken. Ich kenne das Rad noch nicht. Ich habe es bestellt, weißt du, das ist ein Modell 2020, das hast du schon gemerkt. Ne? Da ist auch der neue CX-Motor drin. Da ist jetzt ein wenig kleiner geworden und hat ein größeres Zahnrad gekriegt. Ja. Und vor allen Dingen, der CX hat nach wie vor wie viele Newton? 75? Immer noch brauchst du mich da gerade? Ja, 75. 75 Newton. Reicht ja vollkommen aus. Also wenn da einer mehr braucht, dann ist es vielleicht ein Mountainbiker, der da im intensiven Gelände fährt. Aber ich bin schon über die Alpen durch den Schwarzwald durch, also 75 Newtonmeter. Insofern, mehr brauchst du nicht. Alles gut. Was mir aufgefallen ist an dem 2020er Modell jetzt, ist, dahinter haben wir eine Teilung drin. Guck mal. Ach so. Hast du die schon gesehen? Ja, die habe ich schon gesehen, weil ich war ja da und bei der Präsentation von deiner Räder. Du kannst hier diesen Rahmen öffnen mit einer Schräuble und kannst dann quasi einen Zahnriemen montieren. Also das Rad ist es noch mit Kette. Die nächste, wo kommen, haben wir auch Zahnriemen drin dabei. Okay. Und von der Schaltung her, 2020 die Modelle, was hast du da? Also es ist so, wir haben jetzt aufgenommen ins Sortiment eine Shimano XT11 Gang als Ketteschaltungsvariante. Das ist die günstigste und leichteste. Dann haben wir die Nuvinci, ich sage noch sogar Nuvinci, heißt ja Enviolo jetzt. Ne? Also die Enviolo mit Kette oder mit Zahnriemen und dann noch die Roloff E, auch mit Kette und mit Zahnriemen. Also sind wir voll ausgestattet. Ja. Warum nimmst du nur eigentlich die Ausstattungen? Von den Schaltungen, warum nimmst du nur diese? Ja, welche soll ich denn noch nehmen? Ja gut, aber du hast ja gesagt, du hast damals ausgewählt, welche der Kraftübertragung auch. Ach so, ja, welche dem starken CX-Motor. Also man könnte ja auch ein E-Bike machen mit einer schwachen Ketteschaltung. Die 11-Gang Shimano hat natürlich stärkere Kette, stärkere Ritzel, hält länger. Und ich verkaufe doch keine Räder, die nach 2.000, 3.000 Kilometern die Kette wechseln musst. Das weißt du selber. In der Werkstatt haben wir genug zu tun. Genau. Naja, also von daher, bestmögliche Schaltung für diese Motor. Und langlebig. Zahnriemen sehr langlebig. Auch die Kette hier an den Nabenschaltungen war schon, wie oft du musst den Wechsel, alle 15.000 Kilometer, genau, wenn es immer schön gerade läuft. Ja. Charlie, Kettespray ein bisschen drauf. Ah, super. Geht auch. Weißt du, Bernd, ich habe mir die letzte Zeit Gedanken gemacht, die Leute, ne, die wollen jetzt, die Deutsche, die wollen ja jetzt wirklich ernsthaft Klimaschutz betreiben. Mhm. Klimaschutz. Ja. Und da dabei gehen sie her, kaufen billige Angebote, die kommen aus dem Ausland, aus China. Die Kreuzfahrer, die armen Teufel, die jetzt da mit einem Kreuzfahrschiff rumfahren, die sind jetzt die Bösen, weil sie Russen ausschleudern da mit dem Schweröl. Hast du dir schon mal überlegt, wie viel von deinen Frachtschiffen billiges Klump aus Asien reinbringen? Da sind die Kreuzfahrer harmlos. Aber immer gegen die Kreuzfahrer geht's. Ich wollte nur sagen, du weißt, unser Rädel kommt oben da bei Münster. Die Rahmen aus Asien, stimmt. Aber gepulvert wird es in Deutschland. Genau. Und jetzt kommt es noch dazu. Bleibe die ganze Farbegruppe erhalten? Ja, wir haben insgesamt 30 Farben zur Verfügung, nach wie vor. Also du wirst das Rädel demnächst montieren, das ist so das Dunkelblau, so Nachtblau-Matt nennt sich das. Das gibt es in verschiedenen Varianten.
Ich wollte dir jetzt gerade eben nur sagen, dass das Rädler daneben, das ist reiner Klimaschutz. Das ist ein Rad, das Bestand hat, nicht nach 5 Jahren ausgetauscht werden muss. Deutsche Technik drin, Bosch. Genau. Ja. Und weil wir gerade sagen, Bosch, wie ist es denn mit dem Akku? Bosch. Bosch bleibt weiter bei Europa. Uns Bosch. Du, wir müssen heute europaweit denken. Der Deutsche allein konnte die Welt nicht retten, Europa konnte ein Beispiel geben. Also, das Rad kommt hier von uns und da sind auch Ersatzteile da. Das ist eine Technik, die lange hält, das ist nachhaltig sowas. Ich wollte es nur einmal erwähnen. Genau. So, was ist da noch aufgefallen am Rad? Also, ich muss sagen, das ganze Konzept von dem Fahrrad gefällt mir super gut. Und du hast vorhin schon mal auch die Speedlifter-Geschichte angesprochen. Du. Ich wollte es jetzt noch mal näher, du hast zwar den Kunde erklärt gehabt mit der Speedlifter-Geschichte, aber darauf wollte ich noch mal hinweisen, auch von der Werkstattseite, von uns aus der Werkstatt, dass das Rad vormontiert mit denen lange Züge kommt. Gott sei Dank, sonst können die gar nicht verkaufen. Gell? Und wir haben damit dann schon von vorne weg, sag ich mal, eine super Sache, dass das also auch vom Zeitbedarf her für uns natürlich in der Werkstatt weniger ist und Und? Es kommt einfach fixe fertig vom Werkstatt. Ja, und trotzdem schaffen wir, wie lange schaffst du da? 1,5 Stunden? Ne? Locker. Weil das, ich meine, du hast dich jetzt daran gewöhnt, erschaffst, du schaust jetzt bei mir schon seit geraumer Zeit, unsere Checkliste, die wir haben. Das geht ja sehr akkurat zu. Wir haben nur Punkt für Punkt abarbeiten. Und da lege ich höchsten Wert drauf. Weil die Kunden kommen ja aus ganz Deutschland und nicht, dass die nach 500 Kilometern zur ersten Inspektion soll, ist ja ein Unsinn. Die Räder müssen ja mindestens mal 2000 Kilometer laufen. Genau. Ja. Also wir legen sehr viel Wert bei uns in der Werkstatt drauf, dass wir nochmal alles durchchecken. Alle Schräuble werden nochmal mit Drehmoment, Schlüssel und wir schmieren nochmal nach, jawohl, dass nichts knackt und so weiter. Das heißt also, wir versuchen da wirklich den besten möglichen Kundendienst schon im Vorneweg zu machen. So, und jetzt bist du ja extra gekommen, dass ich die Probefahrt mitmache, weil das Rad muss ja auch Probe gefahren werden, dass da wirklich alles geht, dass die Bremse nicht quietscht und so weiter. Genau. Und das konnte ich jetzt halt nicht machen, aus dem Grund bin ja ich da. Genau. Vorher noch, wäre ich aber noch mal drauf eingegangen, gern auch in diesem kommenden Jahr, also 2020, bieten wir ja auch wieder verschiedene Sandstützen an. Ja, du hast jetzt gesehen, das ist bei Schulz, ne? In dem Fall haben wir jetzt die bei Schulz drin. Und du weißt ja auch, wenn wir einen Serviceauftrag machen, also ein Kunde bestellt bei uns so ein Rad, dann fragen wir das Gewicht ab und du bist ja auch schon hergegangen und hast diese Federn ausgetauscht, ne? Genau. Ich habe sie immer daneben liegen bei mir, dass die Leute sehen. Guck, da, das sind die Federn. Jawohl. Und die sind ja dementsprechend lastabhängig bzw. körpergewichtabhängig, bauen wir die ja dann in der Werkstatt bei uns um. So wie der Kunde eben dann das braucht. Ja. Und wir haben ja auch da noch von Sandur verschiedene Federliter. Das ist da ja auch schon aufgefallen. Manchmal schreibt man einen Auftrag mit verschiedenen Federn. Daneben, das ist jetzt da noch einmal die bei Schulz, die G2. Genau. Das ist die Sandur. Aber jetzt du sag mal, also daneben, da haben wir jetzt diese lange Feder. Guck, da. So lang ist die. Genau. Und steckt daneben drin und die vom Schulz, das ist ja jetzt eine kurze, haben wir gerade gesehen. Aber jetzt frage ich dich mal, das musst du ja auch wissen. Was ist denn der Unterschied zwischen der Stütze mit kurzer Feder und der da mit langer? Hm? Ja, also wir haben ja da parallel. Kram, das sind beide. Genau. Und hier haben wir aber die lange Feder drin. Genau, und damit haben wir einen... Sag's. Du sagst. Aber du weißt nicht, sonst hast du gesagt. Sag's. Linearer Federweg. Genau. Ein linearer Federweg. Und da haben wir eben einen. Sag's. Ein progressiver Federweg. Ein progressiver. Was bedeutet das? Also, der geht mehr auf den Rücken. Nein, der geht weniger. Da, wenn du fährst, dann bist du ganz elastisch. Das schwebt, das Rad. So geht es. Weich. Wie so ein weicher Wohnzimmersessel. Schaukelst du rein, wieder raus. Ehrlich? Und das daneben, das ist progressiv. Das heißt, du taugst ein und während es sich daneben komprimiert, wird die härter.
Die daneben, die komprimiert, die wird nicht härter. Linearer Federweg. Ne? Das geht so. Und daneben geht es so. Ich bin froh, dass du mir das jetzt noch mal genau erklärt hast. Das verstehe die wenigsten. Weil? Ei, was ist denn da los? Warte mal gerade. Ist da ein Terrorist? Nee, es war keiner. Also, dieser lineare Federweg ist sehr komfortabel. Wird meistens genommen für Leute, die ganz starke Rückenbeschwerden haben. Kein Schlächle darf hineinkommen, gar nichts. Und die wollen das Gefühl haben, sind meistens keine schnelle, sportliche Fahrer, sondern eher so gediegene Komfortfahrer. Wir haben auch unterschiedliche Federherde. Das kann auch noch mit 100, 110 Kilo noch da drauf steigen. Oder ganz so persönlich, was, so ganz leichte da, so leichte Mädel mit 50 Kilo, können auch mitfahren, fühlen sich auch gut. Dann ist mir Folgendes mal passiert. Ich fahre den Berg runter, schnell, dreht noch nahe. Und weil das ein linearer Federweg hat, hat es mich aufgeschaukelt, also mein Körper. Und dann sind mir die Füße von den Pedalen abgehoben. Mhm. Unglaublich. Ja, weil diese Feder drin ist, weißt du, das geht dann so. Ja. Das kann nicht passieren bei dieser progressiven Feder, weil die wird immer härter. Und je schneller du fährst, denke mal dran, ein Sportwagen. Du hast doch da so ein Mercedes, da so ein kleines Ding da, weißt du, da denkt den Ding, wie sagt man da dazu? So? Ein SLC ist Coupé. Ja, ist Coupé, genau. Ja. Ja, wenn du jetzt mit 200 über die Autobahn fährst, dann liegt der doch wie ein Brett auf der Straße. Schon. Siehst du? Wenn du jetzt aber mit so einem Komfortding fahren willst, dann gehst du bei 140, 150, das gefährlich werden. Weil das schwankt sich raus, ne? Das fängt immer mehr an und treibt raus, das ganze Ding. Okay. Du brauchst ein strafferes Fahrwerk. Okay, und das dann nehmen wir eben bei Schulz. Oder das. Oder der Kunde entscheidet. Der Kunde entscheidet. Und das Schöne ist, auch das können wir ab Werk bestellen, das weißt du ja, damit es einfach günstiger ist. Denn die Standard, die da drin ist, die ist so lala, wird aber die Geche gerechnet im Preis. Mhm. Wenn man dann sowas nimmt, ist sie halt deutlich günstiger. Und somit ein Vorteil für den Kunde. Ja, also. Ne? Mhm. Das kann man so sagen. So, ja, und weil ich es gerade sehe, genau, da. Von unserer Bereifung her. Was für einen Reif haben wir da jetzt drauf? Da, dann müssten wir mal schauen, ob wir einen 40er oder einen 47er. In dem Fall haben wir einen Marathon Plus drauf. Ja, ja, 47. Ein 47er, Marathon also, Plus. Ich denke, wir können kurz mal drauf eingehen, auf den Marathon Plus. Ich frage dich jetzt mal ab, zeig mir so mal. Warum ist denn der Marathon Plus so beliebt und gut? Ich habe ganz dreckige Hände. Also wir haben ja da, bei dem Marathon Plus, haben wir nochmal eine Pannenschutzeinlage drin. Die blaue da, ne? Die blaue. Und diese Pannenschutzeinlage tut uns vor etliche schöne, spitze Gehstände schützen. Das wäre Glasscherbe. Zum Beispiel. Es gibt da Leute, die durch Reisnägel streuen. Reisnägel. Hast du das als auch gemacht, okay, als da Bub? Da ist sogar einer drin. Habt ihr als auch Reisnägel? Haben wir natürlich präpariert, ist ja klar. Ne? Nee, das muss man ja zeigen. Guck her, wenn du hergehst, nimmst du die Donner da und drückst die da rein. Er und geht dann, nicht durch. Nein, er geht nicht durch. Na? Er geht nicht durch. Und das ist tatsächlich der beste Schutz, den es gibt, das halt bei Reifen. Hammer drauf. Kommen wir übrigens, du weißt, 20 Euro Aufpreis gegenüber dem normalen Marathon. Gell? Also das ist eine tolle Sache. Übrigens, nachhaltig, die Reife halten auch sehr lang. Das ist wieder so eine Geschichte da, Klimaschutz. Irgendwo muss man anfangen. Irgendwo muss man anfangen, das ist richtig. Ja, und dann von der Beleuchtungsseite her? Du hast es gesehen, da ist ein normaler Scheinwerfer noch drauf, in gell? In dem Fall, ja. Wir haben ja auch noch Scheinwerfer, die heller sind. Das war schon 70 Lux, 150 Lux, Auf- und Abblendlicht. Genau. Was hältst du da davon? Auch ein Abblendlicht? Nee, von deiner Stärke, wo mit dem Tagfahrlicht. Tagfahrlicht auf alle Fälle. Und warum? Damit wir gesehen werden. Du, ich habe jetzt wieder, ich kriege auch mal in der Woche, ne, kriege ich vom Goggle, kriege ich da so Presseberichte von ganz Deutschland, wo immer E-Bike dabei ist. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, 87-jähriger Rentner tödlich von einem Auto überfahren wurde. So ähnlich steht es drin. Und ich vermute derzeit, dass die Autofahrer diese E-Bike-Fahrer gar nicht wahrnehmen. Die sind relativ schnell, dann sind es vielleicht die älteren Leute, sie sich dunkel an, vielleicht haben sie noch keinen Helm aufgehabt, ich weiß es nicht. Also ein ganz wichtiges passives Sicherheitsfaktor ist,
wenn du am Tag mit Licht fährst? Auf alle Fälle. Das ist wirklich wichtig. Also du fährst den Motorradler. Genau so. Musst du das Licht auch machen. Voll. Gesetzlich sogar fortschritten. Richtig. Ne? Wenn du jetzt hergehst und machst daneben zum Beispiel einen Bosch-Motor das Licht an, sag ich mal. Zack, guck her. Geht schon? Nein, es geht nicht. Ah, ich hab's auch gemacht. So. Wenn du jetzt, das ist die neue Technik da von Bosch, hast du schon mitgekriegt, also du machst aus, das ganze System, genau, und machst wieder an, dann merkt sich das Bosch-System, dass vorher das Licht angeschaltet war, und es brennt wieder. Hättest du das Licht ausgehabt, wenn du aus wieder an, ist es auch aus. Jetzt ist so, viele Leute wollen ja nicht mit Licht fahren, weil sie sagen, ja, das verbraucht der Strom kommt ja aus dem Akku. Aus dem Grund ja das Tagfahrlicht, ne? Eben. Weil? Ja, wir verbrauchen ja weniger Strom. Also das dimmt ab, ne? Auf alle Fälle. Also bei einer bestimmten Helligkeit schallt praktisch das helle Licht runter und dann brennen noch so ein paar so Diode, die fast nichts brauchen. Genau, die brauchen eben fast nichts auch. Und das macht immerhin 5-6 Kilometer aus. Und die können entscheiden, sei, du warst schon immer, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Hat er cool gesagt. So, was haben wir noch? Bremse. Ja, die Bremse. Das ist jetzt die normale Standardbremse, wo drin ist. Genau. Und wir können es nach wie vor mit XD-Bremse, können wir es auch bestellen. Ja. Für schwere Leute. Kann der Kunde dann wählen auch. Ja, ja. Also man tut das auch immer ein bisschen so entscheiden, wie schwer ist ein Orner, wie fährt ein Orner, hat er Bärchen viel oder ist eine leichte Person in der Stadt. Also da kann man schon deutliche Unterschiede machen. Jo, dann von der Lenker her, das haben wir, ich habe das ja gezeigt, auch die können wir ab Werk bestellen. Und wenn es dann doch nicht passt, baust du sie ja um. Bauen wir sie dementsprechend dann um für den Kunden. Bei den Griffen, da können wir Hörnchen noch machen und dies und das, das merkst du ja immer. Genau. Bei den Gabeln können wir mit Luftgabel oder ohne machen, je nachdem wie einer fährt. Über schlechte Straße. Manche wohnen im Osten drüber, die haben schlechte Straße. Nein, das stimmt nicht. Ich war jetzt drüber, du, die haben bessere wie mir. Die im Osten drüber. Du, aber jetzt sind auch bald 30 Jahre oder 30 Jahre rum. Fangen Sie doch auch schon wieder an. Auch schon wieder an. Also gut, wenn man jetzt draußen, das weißt du ja selber, ein bisschen so Feldwege fährt und so. Also. Ja, also das war so im Großen und Ganzen, was mir jetzt auch so aufgefallen ist, was wir für 2020 quasi neu drin haben teilweise, aber auch schon altbewährtes mit drin ist wieder. Ja, aber der Fortschritt sieht man. Also wir haben gelernt aus vielen Dingen, jetzt gerade was dieser Herrenrahmen, muss ein Herrenrahmen, das frage ich dich, daneben oben eine Stange haben, weil dieser Rahmen hat das gleiche zulässige Gesamtgewicht von 160 Kilo wie das Rad daneben, wo die Stange oben ist. Dann nehme ich doch lieber so eins da. Auf alle Fälle. Also, man muss also mittlerweile ist das auch Stand. Also auch die Männer fahren mittlerweile diese Rahmen. Ja, aber gern. Die machen immer noch, es sind Damenräder, die machen es noch immer. Drum aber wir haben doch immer mehr Kunden, die auch auf das übersteigen. Muss man doch sagen. Ja, aber es gibt noch immer da die. Also ich sage jetzt aus dem Grund, es ist jetzt ein Herrenmixte. Jeder sagt, ihr könnt, es ist ein Damenmixte. Aber man wollte den Männern halt da noch mal ein bisschen helfen, dass sie sich da damit da identifizieren können. Ist doch schön, oder? Auf alle Fälle. Gell, man muss auch an die denken. Also ich fahre den Rahmen gern, muss ich sagen. Ich auch. Ganz, also. Und du, ich habe schon oft mal bei einer Radtour mit Gepäck und so, wo du nicht so schnell absteigen kannst, in raus. Situation, du musst schnell anhalten, musst nach vorne springen. Hallo, da bist du wirklich froh, wenn da nichts ist. Genau. Das kann nämlich euch weh tun. Genau. Die Bube, wo ich früher Fahrräder gekriegt habe, war schon in unserem Alter, hat man gespart und hat man den Kindern immer so große Räder gekauft. Sind alle traumatisiert. Was ich noch sagen wollte, ist, du weißt, das Rad gibt es auch mit einem normalen Performance-Motor. Ja. Genau. Ja. Das Rad gibt es mit einem 400 und einem 500 Wattstunde Akku. Ist eigentlich noch der alte Klassiker. Machen wir mal gerade raus. Hast du das da alles gefettet und gemacht, so nach Checkliste? Schloss, alles ist nach Checkliste. Überprüft, gemacht, getan. Genau. So. So. Also man muss nach wie vor sagen, diese klassischen Akkus daneben haben den Vorteil, sie gehen sehr schnell raus. Sie sind klein, kurz, kompakt
Und du kannst noch einmal den zweiten in der Tasche mitnehmen. Fällt nicht groß auf, dann tust du unten rein, dass der Schwerpunkt unten ist. Sind mir nach wie vor sehr, sehr lieb, diese Dinger da. Also es muss nicht immer da dieser integrierte sein. Der ist ein bisschen schwerer, länger. Stört manchmal. Also die daneben sind mir euch lieb. Und er ist ja auch schön im Rahmen verbaut. Ja, also er ist geschützt. Teilintegriert kann man sagen. Teilintegriert, ja. Er ist geschützt und es sieht auch optisch, macht es was her. Muss man auch sagen. Ne? Mir gefällt es. Also das ist, warum soll man eigentlich einen Akku nicht sehen dürfen? Frage ich mich. Ich meine, das ist doch was Schönes, so ein Akku. Also an einem Motorrad siehst du doch auch der Tank. Warte, sieht man an deinem Motorrad einen Tank? Na sicher. Will man da nicht verstecken, weil man noch mit Benzin fährt vielleicht? Scheinbar nicht. Also, es geht ein bisschen auf die Optik auch und das daneben ist im Grunde genommen Technik schön integriert. Also mir gefällt sowas auch. Was soll ich auch ein bisschen Technik sehen dafür? Ja, ich wollte jetzt nur sagen, demnächst kommt auch ein Rad mit einem Performance-Motor. Mhm. Also nicht CX, sondern Performance. Ja. Der ist jetzt in das Gehäuse von dem bisherigen Aktiv Plus eingebaut. Der ist dann schön, also ein bisschen größer wie der, ein bisschen schwerer. Und der hat auch den EMTB-Modus dann, den man in dem CX-Motor hat. Also wenn das soweit ist, gebt mir gleich Bescheid, ich will dann mit fahren, ich will ihn testen. Das werden wir machen. So, Bernd, das fahre ich mit. Genau. Will gucken, ob da irgendwas ist oder ob alles gut ist und dann gebe ich das wieder. Alles klar. Dann Max fertig für uns. So. So, da la. Und schwupp. Hey, du, das war schon vorhin ein Riese, hä? Wenn du das überlegst, du. Dann noch einmal. Oh, schön leise ist er, jawohl. Aber die Bremse quietschen noch.